Interessierst du dich für Chemie und Labortätigkeiten? Möchtest du wissen, wie man chemische Analysen und Versuche durchführt? Was macht ein chemisch-technischer Assistent? Irgendwie ein bisschen Zungenbrecher. Als CTA führst du chemische Analysen und Versuche durch. Du arbeitest in Laboren und bist verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung von Experimenten und auch für die Auswertung der Ergebnisse. Deine Arbeit ist entscheidend für die Entwicklung neuer Produkte und auch für die Forschung in der Chemie. Was lernt man in der Ausbildung als CTA? In deiner schulischen Ausbildung als chemisch-technischer Assistent lernst du alles über Chemie, Physik, Biologie und auch Mathematik. Du erwirbst Kenntnisse in analytischer Chemie, Instrumentalanalytik und Labortechniken. Die Ausbildung beinhaltet übrigens auch Praktika, in denen du, wie es der Name vielleicht schon vermuten lässt, praktische Erfahrungen sammeln kannst. Wie viel verdient man als CTA? Da es sich bei der Ausbildung zum chemisch-technischen Assistenten um eine schulische Ausbildung handelt, kriegst du hier auch leider keine Ausbildungsvergütung. Nach der Ausbildung zum CTA kannst du in der chemischen Industrie mit einem Einstiegsgehalt von 3.200 bis 3.800 Euro brutto rechnen. Im öffentlichen Dienst liegt das Einstiegsgehalt bei etwa 2.600 bis 2.900 Euro brutto. Was sind die Voraussetzungen als chemisch-technischer Assistent? Um CTA zu werden, solltest du ein starkes Interesse an Chemie und Naturwissenschaften haben. Genaues und sorgfältiges Arbeiten ist essentiell, ebenso wie analytische Fähigkeiten. Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein sind ebenso sehr wichtig in diesem Beruf. Wo arbeitet man als chemisch-technischer Assistent? CTAs finden Arbeit in chemischen und pharmazeutischen Unternehmen, in Forschungseinrichtungen, in der Lebensmittelindustrie oder bei Umweltbehörden. Dein Arbeitsort ist hauptsächlich das Labor, wo du an verschiedenen chemischen Untersuchungen arbeitest. Als chemisch-technischer Assistent leistest du also einen wichtigen Beitrag in Laboren und Forschungseinrichtungen. Mehr Infos zur Ausbildung und zu den Karrierewegen findest du wie immer auf azubio.de. Und wir sehen uns dann im Labor. We'll be right back.